Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich zeige euch heute so einen Clean Girl Make-up-Look, den ich gerade habe und wie ich den mache und so meine Tipps und Tricks. Ich bin kein Make-up-Profi, bitte nagel mich nicht an die Wand, als wirklich, ich habe auch keine Ahnung von dem, was ich mache. Ich mache einfach immer irgendwas, ich improvisiere, ich benutze auch Produkte für bestimmte Dinge, wofür man sie nicht benutzt, aber we don't care. Es funktioniert irgendwie und es ist super Chloe. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich sehe aus wie ein Kind, was nie geschlafen hat. Ich habe hier so ein fancy Band. Das mache ich mir immer so um mein Gesicht. Und dann mache ich es im Sommer meist so. Ich habe hier so eine ganz normale Sonnencreme. Die habe ich von Rossmann oder so. Die war echt nicht teuer und die mische ich dann zusammen mit so einer Vitamin C Creme. Das mische ich dann, damit ich so eine gute Grundlage fürs Gesicht habe. Übrigens, Leute, war ich gestern in Ariel, die Meerjungfrau, diesen Film. Und der ist so schön. Also wirklich eine kleine Empfehlung, guckt ihn euch wirklich an. Ich glaube, er ist auf Englisch noch ein bisschen schöner, weil ich stelle mir die Lieder da ein bisschen besser vor, weil teilweise waren die Soundtracks so ein bisschen... Man hat halt gemerkt, dass die Lieder übersetzt wurden. Sie waren trotzdem sehr schön gesungen. Aber ich stelle mir auf Englisch, glaube ich, noch ein bisschen besser vor. I don't know. Ich habe gerade meine Hose voll gekleckert. Ich heule. Ich heule. Naja, anyways. Ja, aber an sich ein richtig schöner Film. Ich habe nicht meinen Freund überredet, dass wir da hingehen. Und ich bin sehr froh, dass er mitgekommen ist. Aber es war echt schön. Aber ich fand ihn voll gruselig für ab 6 Jahren, aber ich bin noch ein Schisser. Aber ich fand teilweise manche Stellen fand ich echt ein bisschen gruselig. Naja. Also jetzt mache ich dann immer erstmal ein bisschen Lippenpflege drauf. Ich mache halt immer erst so eine Basic Pflege-Dings. Und damit das Ganze noch ein bisschen einziehen kann. Richtig komisch. Ich weiß, es machen richtig wenig, aber ich fange dann immer an. Zuerst mit meinen Augenbrauen. Und da mache ich eigentlich gar nicht viel, weil ich habe halt echt Glück. Meine Augenbrauen sind sehr dunkel. Ich habe da von Got To Be den Kleber. Der ist auch schon fast leer. Man sieht auch einfach nichts mehr. Diese Verpackung sieht so ranzig aus. Und dann habe ich einfach so ein kleines Bürstchen. Und das tunke ich dann immer da so rein. Und dann kämme ich damit einfach so meine Augenbrauen hoch. Ich finde es auch immer krass, im Sommer oder generell so im Urlaub schminke ich mich immer viel weniger als so wann anders. Ich denke auch immer so, wenn ich aus dem Urlaub komme, ja, ich schminke mich jetzt erstmal weniger, aber irgendwie wird es dann immer wieder mehr. Ich weiß nicht, aber im Urlaub sieht man einfach geil aus und dann denkt man sich auch einfach so scheiß drauf. Dann benutze ich auch meist kein Make-up. Ich weiß noch nicht, ob wir heute ein bisschen Make-up drauf machen oder nicht. Ich entscheide das immer irgendwie so live. Also eigentlich ist meine Haut gerade total clean, weshalb ich gar nicht unbedingt Make-up bräuchte. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal, weil ich meist Make-up drauf mache. Und zwar habe ich da zurzeit immer 2 Make-ups gemischt. Weil, also normalerweise nehme ich immer das von Charlotte Tilbury. Das mag ich richtig gerne, ich liebe das. Aber ich habe zurzeit hier so eins, das hat noch so Lichtschutzfaktor mit drin. Und das ist ein bisschen dunkler, weil das Charlotte Tilbury ist gerade ein bisschen hell, weil ich ein bisschen braun geworden bin. Und dann nehme ich immer das und mische das mit einem von einem, was mir ein bisschen zu hell ist, von Urban Decay. Und die zwei mische ich jetzt halt immer. Das klappt eigentlich relativ gut. Aber wenn ansonsten, ich kann wirklich das recommenden. Wäre das auch die richtige Farbe gerade für mich, würde ich auch lieber das nehmen, weil das ist einfach, das lässt sich so gut auftragen. Das ist einfach wie so Creme. Ich mag das wirklich richtig gerne. Aber anyways, wir machen jetzt das. Leider auch nicht so viel. Also ich will eigentlich echt wenig. Eigentlich ist mir das gerade schon fast zu viel. Ja, ich verteile das einfach auf beide Seiten. Ich habe einfach früher immer mein Make-up auch mit einem Beauty-Blender verblendet. Aber ich mache das mittlerweile jetzt auch mit so einem Make-up-Pinsel. Und das geht irgendwie ein bisschen besser. Und ja. Ich finde immer, wenn man so eine gute Base drunter macht, dann lässt sich das immer richtig gut verteilen. Also wenn die Haut halt schön, nicht zu fettig, aber schön eingefettet und nicht so trocken ist. Ich finde, das ist das Schlimmste, wenn man so Make-up aufträgt und dann hat man so trockene Haut drunter. Und ich tendiere halt sehr stark dazu, dass ich trockene Haut habe, weil ich habe auch so ein bisschen noch Rhinitis. Und dadurch habe ich halt generell immer voll trockene Haut. Und deswegen ist es für mich immer sehr wichtig, da eine gute Base drunter zu machen. Ich achte vor allem auch immer drauf, dass ich nicht viel Make-up hier hin mache, weil wenn ich lache, dann setzt sich das da immer in die Falten ab und ich mag das nicht, wenn sich so Make-up in so Falten absetzt.
Ich rede hier richtig wie so eine Make-up-Profi, Leute. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Es sind nur so ein paar Hacks, die ich mir so über die Jahre ein bisschen angeeignet habe. Und ich finde es halt immer voll entspannt, so auf TikTok oder YouTube so Schminkvideos anzugucken. Deswegen gucke ich mir das voll gerne an. Und dadurch gucke ich mir dann manchmal so ein paar Tricks ab. Aber keine Ahnung, wie faktenbasiert mein Wissen hier ist. So, kann auch schon sehen, das ist auch richtig schön glowy eigentlich. Ich mag das gar nicht, wenn... Früher war ja immer so alles abmattiert, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn es so ein bisschen glowy ist. Das ist ja auch gerade eher so der Trend, dass man so eher glowy, Dicker. Wie oft willst du glowy sagen, Dicker? Dann kommen wir zu den Augen und ich bin immer so ein bisschen... Ich will eigentlich immer keinen Eyeliner drauf machen, aber im Endeffekt finde ich es dann trotzdem irgendwie schöner. Und wenn ich Eyeliner drauf mache, dann zur Zeit benutze ich immer den von Catrice, aber so einen schwarzen. Mir ist eigentlich auch egal, was für ein Eyeliner. Mir ist immer nur wichtig, dass der so eine Spitze hat, weil damit kann ich einfach am besten malen. Und ja, Eyeliner malen ist auch so kompliziert. Okay, wir müssen uns ganz riskieren, weil ich kriege das fast nie hin, dass beide Seiten gleich aussehen. Also ich probiere halt immer erst einen Strich so komplett anzulegen. Ich zeige euch das. Ja, einen Strich so zu machen. Und danach male ich den quasi noch ein Stück länger. Und zieh den noch hier so runter, damit das ausgefüllt ist. Ja, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber immer das Gleiche hinzubekommen, das ist ein bisschen kompliziert. Was ich auch gerne mache, was ihr auch gerne machen könnt, wenn ihr nicht so den Eyeliner perfekt hinkriegt, weil ich mache das auch manchmal, wenn ich mir so denke, ich kriege den heute nicht hin, ist, dass ihr einfach einen Eyeliner mit einem dunklen Lidschatten zieht. Das sieht ein bisschen natürlicher aus und ist auch nicht so ganz so schlimm, wenn es nicht so 100% perfekt ist, weil es nicht so ein fetter Strich ist so. Okay, ich habe jetzt auf beiden Seiten einen leichten Eyeliner gezogen. Wie gesagt, ich mag das auch nicht, wenn das zu big ist. Ich mache das immer nur so ein bisschen, damit man nur so ein bisschen... Okay, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, finde ich, von dem gesamten Make-up. Und ich brauche dafür auch immer extrem lange und ich habe auch eine extreme Methode. Und zwar die Wimpern. Also erst, wichtig für mich ist eine Wimpernzange. Und Leute, die sagen, sie sehen keinen Unterschied. Schön für euch, ich sehe einen Unterschied und deswegen benutze ich eine Wimpernzange. Und zwar habe ich da mal gelesen, dass es auch wichtig ist, dass man immer so mehrmals kurz zudrückt als einmal lang, weil die da irgendwie nicht so schnell abbrechen können. Und guckt auch immer drauf, dass eure Wimpernzange auf jeden Fall sauber ist. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass hier kein Unterschied ist. Guckt euch das, ich merke das alleine. Dann habe ich zwei Lieblingswimperntuschen, die ich zurzeit immer benutze. Und zwar habe ich einmal die von Dior, das ist die Iconic Over Curl. Ich mag die, ich liebe die, die habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Die ist schon ein bisschen teurer, aber sie ist richtig gut. Und meine zweite Lieblingswimperntusche ist die Sky High Mascara, die mal so TikTok im Trend war. Aber ich mag die richtig gerne braun, weil wenn ich mir mehr so einen Natural Make-up Look mache. Übrigens, wenn ihr Bock habt, dass ich das auch mal filme, wenn ich mich nicht so jetzt so Catfish-mäßig wie jetzt schminke, sondern wirklich einfach nur so Natural Make-up Look. Dann benutze ich ganz gerne das in braun, weil das irgendwie, finde ich, ein bisschen natürlicher aussieht. Okay, jetzt aber zum, wie ich meine Wimpern tusche, weil das ist entwickelte Wissenschaft von mir. Also zuerst setze ich einmal komplett unten an und muss da so ein bisschen tuschen. Und dann gehe ich immer weiter hoch. Ich tusche halt wirklich lang. Also ich mache nicht nur kurz das, weil ich gucke halt auch im Spiegel, wann alle Wimpern so angemalt sind. Und man sieht es ja auch, vor allem wenn man gutes Licht hat, sieht man ja, wo die noch nicht getuscht sind. Worauf ihr auch aufpassen müsst, ist, dass ihr eure Wimperntusche nicht so oft rein und raus in diese Verpackung steckt, weil dadurch kommt immer Sauerstoff rein und dadurch trocknet die schneller aus. Und gerade wenn man so eine teurere Wimperntusche hat, dann ist es irgendwie scheiße oder auch mal gerade und dann denkst du, das ist so scheiße. So, und dann passe ich, tusche das so und dann drehe ich das nochmal, damit ich hier innen auch rankommen. Und dann gehe ich nicht nochmal rein, sondern mit dem bisschen, was noch so da drauf ist, gehe ich ganz gern nur ganz kurz hier unten nochmal so. Da gehe ich aber auch nur vorne an die Spitzen. Und nur so ganz vorsichtig. Ich gehe nochmal hinten in diesen Winkel. Ich habe jetzt hier diesen Fleck, aber das ist nicht so schlimm. Ich gehe mal weg. Auch wenn ich hier oben immer rankomme, ich lasse es dann trocknen und dann wische ich das weg. Und
Ja, jetzt mache ich erstmal noch die andere Seite. Okay, und dann gehe ich immer, wenn ich bei beiden Seiten drüber bin, gehe ich nochmal bei beiden Seiten. Das ist ein bisschen, mache quasi nochmal wie so eine zweite Schicht. Aber da gehe ich meist nur oben an die Spitzen nochmal. Tada! Richtig komisch, der nächste Step, aber ich mache das immer bewusst nach der Wimperntusche, weil manchmal, keine Ahnung, gerade wenn man auch noch Lidschatten macht, das mache ich jetzt nicht, weil das ist nicht so mein Vibe gerade, dann mache ich danach immer erst den Concealer drauf, weil ich Angst habe, wenn das noch ein bisschen runterbrösel, dann kann man das auch noch ein bisschen wegwischen. Und wenn ich den vorher drauf mache und es dann wegwische, dann ist der ganze Concealer mit weg. Deswegen mache ich das immer danach drauf. Und Concealer mache ich auch nie so viel und nicht so hoch, sondern eher so, weil ich immer sonst Angst habe, dass ich das zu doll in diese Augenfalte da bei mir absetze. Den gehe ich runter und gleich mal hier so. Weil die Augenringe sind ja bei mir auch mal so und nicht direkt runter, deswegen gehe ich da auch gar nicht direkt runter. Als nächstes mache ich dann richtig komisch, ich weiß, das macht man eigentlich auch nicht so, aber ich beachte beim Make-up eh keine Regel. Deswegen, ich habe von Charlotte Tilbury diesen Bronzer. Das ist der. Ich finde den richtig schön, auch von der Farbe. Warte, ich zeige euch das mal. Der ist so richtig, ja, sieht man nicht so gut. Und ich gehe damit erst gehe ich mit meinem Finger rein und mache damit, ich weiß nicht warum, ich mache damit ein bisschen meine Konturen. Ich finde das irgendwie richtig schön, weil der so, weil das nicht so, weil das ein bisschen so creamy ist und nicht so Contouring Powder, was dann so blöd ist. Und ich finde den anderen Contour-Dings von Jolly Bear ein bisschen zu stark. Deswegen mache ich das einfach immer nur hier so ein bisschen. Und dann verteile ich das gut ganz grob mit so einem Pinsel, damit das ganz weich ist. Weil ich mag den Ton halt richtig gern, weil das sieht einfach so ein bisschen aus, so ein bisschen gebräunt. Das heißt ja auch Sunkissed. Ja, und damit mache ich so ein bisschen quasi, ich will auch keine krassen Konturen machen, aber so ein bisschen quasi, ja. Als nächsten Step mache ich dann immer noch mit dem Blush von Charlotte Tilbury. Den liebe ich wirklich, den würde ich auch jedem empfehlen zu kaufen, auch wenn der teuer ist, aber der ist so geil, weil das macht einfach, ich muss mal wieder, oh, das ist so satisfying, guck dich so. Ich liebe den einfach, weil der trotz, also der nimmt halt diesen Chloe-Effekt nicht weg, aber macht halt trotzdem einen richtig schönen Blush-Effekt. Das verblende ich dann meist irgendwie am liebsten mit meinem Finger richtig professionell. Ich tupfe das immer gerne noch ein bisschen dann so auf die Nase. Also ich mache da nicht direkt was hin, aber so mit dem Finger, weil ich finde es immer ganz süß, wenn man so ein bisschen Rötung auf der Nase hat. Ich tupfe das übrigens auch so hoch. Dann mache ich mir meist noch ein klein bisschen Highlighter auf die Nase. Für die Stupsnase, ne? Wir wissen Bescheid. Ich mache jetzt einfach hier so einen kleinen Klecks hin. Hier einen kleinen Klecks. Ah, ja, dann nutze ich übrigens auch den von Charlotte Tilbury. Und da gleich durch. Und das vertupfe ich auch mit meinem Finger einfach. Dann mache ich mir meist einfach noch ein bisschen Lipöl auf die Lippen. Dieses ist übrigens so eine Empfehlung, das ist von Revlon. Und das ist, ich habe schon mal das von Dior probiert, weil es mal so ein Trend war. Das ist wirklich super ähnlich dazu. Also ich liebe das, das hat halt auch, es gibt auch verschiedene Färbungen. Es gibt auch eins, das ist mehr rosa und das hat ja rot. Und das ist einfach wie so ein Lippenöl, aber hat halt so, wie ihr seht, so eine leichte rote Färbung drin. Mm, das ist eigentlich ganz geil. Fixing Spray. Ich habe die Bedeutung von Fixing Spray nie gecheckt, aber es ist auch so geil, weil wenn ihr euch mal nicht so fresh fühlt und einfach ein bisschen Fixing Spray drauf macht, dann seht ihr gleich wieder fresh aus. Und ich habe davon Urban Decay das All Nighter. Ich finde es richtig gut. Ja. Woo! Okay, das ist jetzt der fertige Look. Wie gesagt, ich bin wirklich gar kein Make-up-Profi, aber viele von euch haben gesagt, es interessiert die, also... Here we are. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne weitere Videowünsche in die Kommentare schreiben. Leute, I try my best, wieder aktiver auf YouTube zu werden, aber es ist ein bisschen tough. Aber ich probiere es wirklich. Ich gebe mir Mühe. Ich habe euch ganz so lieb. Ich hoffe, ihr habt euch lieb. Und übrigens, Leute, am 22.06. kommt die Serie Mingus raus, wie ich letztes Jahr gedreht habe auf RTL Plus. Also schaut da gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und schreibt mir auch gerne, wie ihr es fandet. Ja, ich hab euch lieb und tschüss. Tschüss mit Öl. Ciao, Kakao. Ist auch was Cooles. Auf Hasta la Wiedersehen. Nee, das war falsch. Egal.